Kürze fährt der Kommandant der 4. Panzergrenadierbrigade, Brigadiermagister Siegfried Schier, auf einem Schützenpanzer Ulan vor, um dem Herrn Bundespräsidenten, Professor Alexander van der Bellen, den Beginn der Ausmusterungsparade zu melden. Ihm folgt ein weiterer Ulan mit der Standarte der 4. Dahinter sehen Sie die Standarten bzw. Fahnen der Verbände der 4. Panzergrenadierbrigade, nämlich auf einer Panzerhaubitze M109 die Standarte des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4, danach auf einem Kampfpanzer Leopard 2 die Standarte des Panzerbataillons 14, gefolgt von zwei Schützenpanzern Ulan, zuerst die Standarte des Panzergrenadierbataillons 13, dann die Standarte des Panzergrenadierbataillons 35 aus Großmittel und abschließend die Fahne des Panzerstabsbataillons auf einem Allschutzfahrzeug Dingo. Voraus der Keil bzw. die Gradstaffel der Militärpolizei. Herr Bundespräsident, Brigadier Schier, Kommandant der 4. Panzergrenadierbrigade. Ich melde die Parade in der Gesamtstärke von 980 Soldaten und 190 Fahrzeugen, davon 88 gepanzerte Kampffahrzeuge und 22 Luftfahrzeuge bereit zur Abnahme. Jawohl, mit der Parade beginnen. Kommen nun zum Lufttreff und in Kürze sehen Sie einen gemischten Verband bestehend aus folgenden Luftfahrzeugen. 4 Alouette 3, 4 OH 58 Kiowa, 2 Augusta Bell 212, 2 S-70 Blackhawk, besonders heute zum ersten Mal präsentiert der Leonardo AW 169, 4 PC-6 Pilatus Porter, 4 PC-7 Pilatus Turbotrainer. Und den Abschluss des Lufttreffens bilden zwei Eurofighter Typhoon. Die Hubschrauber dienen zum Transport, für Rettungseinsätze, zur Grenzraumüberwachung mit spezieller Ausrüstung für Nachteinsätze und können mit Ausnahme der Alouette 3 auch leicht bewaffnet eingesetzt werden. Heuer erstmals präsentieren wir Ihnen den Hubschrauber Leonardo AW 169. Es ist ein Hubschrauber der 5-Tonnen-Klasse, der von zwei Triebwerken mit je 1100 PS angetrieben wird. Damit erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h und kann über 800 km weit fliegen. Die Nutzlast des Hubschraubers beträgt bis zu 2 Tonnen und es können bis zu 12 Personen transportiert werden. 24 Maschinen werden als Schul- und Einsatzhubschrauber in Langenlebern stationiert und 12 in Aigen im Ennstal. Das Flächenflugzeug Pilatus Porter übernimmt kleinere Transportaufgaben sowie den Transport von Fallschirmspringern. Die PC-7 dient als Schulungsflugzeug für die Schulgrundausbildung.
Hinter den Rettungsfahrzeugen folgt ein geschützter Jägerzug. Dieser wird mit Masse mit zwei Mannschaftstransportpanzern Pandur Evolution, hier dargestellt in weiß und grün, geführt. Dieser 448 PS starke Motor bringt das 18,5 Tonnen schwere Fahrzeug auf eine maximale Geschwindigkeit von 118 Stundenkilometern. Der Mannschaftstransporter Pandur Evolution ist die Weiterentwicklung des bewährten Pandur und ist mit Masse beim Jägerbataillon 17 in Straß in der Steiermark stationiert. Hinter diesen geschützten Fahrzeugen folgt ein Fahrzeug mit Drohnen. Diese sind auch im österreichischen Bundesheer vertreten und es ist dies die Drohne Trecker, die auf einem Lastkraftwagen der Firma MAN aufgebaut ist. Diese Drohne dient der Echtzeitaufklärung. Anschließend folgen die Neuerungen der Versorgungselemente, dargestellt durch das leichte Bergefahrzeug Rad mit Teleladeanhänger, beladen mit einem Pandur Evolution, weiters durch das mittlere Bergefahrzeug Rad und dem geschützten schweren Bergefahrzeug HX. Das Jägerbataillon 17 ist an der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß in der Steiermark beheimatet. Dieses Bataillon ist das Kompetenzzentrum Pandur Evolution im österreichischen Bundesheer und zählt mit seinen Gefechtsfahrzeugen zur gehärteten Infanterie. In weiterer Folge sehen Sie in diesem Modul einen Aufklärungszug auf Allschutzfahrzeug Dingo, dahinter einen Aufklärungszug auf geschützten Mehrzweckfahrzeugen Hussar, drei geschützte Jägerzüge auf Pandur Evolution, einen geschützten Jägerzug auf Universalfahrzeug Heglund, einen Zug der Militärpolizei unter anderem mit Hundetransportanhängern, einen Nachschub- und Transportzug, einen Pionierkampfunterstützungselement mit Riemenfahrzeugen Hydrema und MV10, ein ABC-Abwehrzug mit dem Dekontaminationssystem Mammut, ein Fliegerabwehrzug mit einem Feuerleitradar, zwei Fliegerabwehrgeschütze, der leichten Fliegerabwehr Mistral und einem Zielzuweisungsradar und abschließend einem Versorgungselement bestehend aus zwei Sanitätsfahrzeugen, einem Werkstattfahrzeug und einem schweren Bergefahrzeug. Auch einige Worte zum BVS 10 Heglund. Insgesamt hat ein Gesamtgewicht von 16 Tonnen, eine Besatzung, ein Fahrer und maximal 10 Personen, die aufgesessen mitfahren können. Die Motorleistung liegt bei 285 PS mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern und einer Bewaffnung mit 12,57 mm überschweren Maschinengewehren. Dahinter folgen Quad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern, einem Allradantrieb und einer Motorleistung von 89 PS. Im Anschluss daran sehen Sie ein Element der Militärpolizei. Hier am Beginn einen Hussar, hergestellt durch die Firma Iveco aus Italien. Kampfgewicht 7500 Kilogramm und 150 kW oder 190 PS. Die weißen Fahrzeuge Toyota LC200, dahinter ein VW-Bus T6 der Militärpolizei. Es folgen Fahrzeuge mit den Hundeanhängern, die jeweils Platz für zwei Militärhunde bieten.
den Abschluss machen zwei Fahrzeuge Kodiak. Im nächsten Block sehen Sie einen Nachschub- und Transportzug. Nach dem Allschutztransportfahrzeug ein geschütztes Hakenladesystem mit Trinkwasseraufsatz. Im Anschluss daran ein Pionier-Kampfunterstützungselement mit Minenräumungsfahrzeugen. Dem Minenräumungsfahrzeug Hydrema. Dem MV10. Dem Minenmanipulationsfahrzeug Theodor. Es folgt ein ABC-Abwehrelement. Dieser ABC-Abwehrzug besteht aus ABC-Abwehr-Dingos, einem Tanklöschfahrzeug 4000, anschließend das Dekontaminationssystem Mammut. Im nächsten Marschblock ist ein Fliegerabwehrzug. Am Beginn ein Radarsystem Skyguard, anschließend Zwillingsfliegerabwehrkanone 35 mm. Auf den Pinzgauern eine leichte Fliegerabwehr, Lenkwaffe Mistral und anschließend ein Zielzuweisungs- und Aufklärungsradar. Den Abschluss bildet hier ein Versorgungselement mit Sanitätsdingo am Beginn, anschließend einem Sanitätspandur, einem Werkstatt-Dingo und dem schweren Bergefahrzeug, das wir heute bereits einmal gesehen haben. Wir kommen nun zum, im wahrsten Sinne des Wortes, den schweren Kräften, das sogenannte Mech-Treffen. Das Mech-Treffen der 4. Panzergrenadierbrigade wird durch den Kommandanten des Panzergrenadierbataillons 35, Oberst Michael Lex, aufgesessen auf einem Schützenpanzer Ulan unter Standarte geführt. Es folgen die 3. Panzergrenadierkompanie mit 3 Grenadierzügen, davon 2 aus Großmittel und 1 aus Ried im Innkreis, für das Gefecht sowohl auf- als auch abgesessen. Die 1. Panzerkompanie des Panzerbataillons 14 auf Kampfpanzer Leopard 2A4 als Hauptträger des Kampfes im Panzergelände. Einer Panzerhaubitzbatterie auf 9 Selbstfahrlafetten, 109 davon voraus, 3 Rechenstellen und 6 Geschütze. Ein Pionierkampfunterstützungselement, dargestellt durch einen Pionierpanzer auf Tiefladesystem 30 Tonnen. Beendet wird das Modul durch die Verseinheiten der Brigade, welche sich in diesem Fall aus einem Bergepanzer M88, einem Sandpanzer Ulan, einem Bergefahrzeug Bergepanzer Greif A1 und dem neuen Schwerlasttransportsystem 70 Tonnen, welches einen Kampfpanzer Leopard 2A4 transportiert, zusammensetzt.
Nach dem MECH-Treffen folgt als nächstes das Treffen der Spezialeinsatzkräfte. Die beiden Fahrzeuge nach dem Kampfelement zeigen Soldaten, vorbereitet für einen taktischen Fallschirmsprung aus großer Höhe mit Sauerstoffausrüstung. Am Anhänger sehen Sie vorbereitete All-Terrain-Vehicles zum Lastenabwurf, um die Mobilität am Boden zu verbessern. Diese Quads und die Motorräder werden taktisch als hochmobile Gefechtsfahrzeuge zum Verbringen von Trupps mit speziellen Fähigkeiten wie Scharfschützen als Flankensicherung oder Joint Tactical Air Controller zur Leitung der Feuerunterstützung der am Boden eingesetzten Truppe aus der Luft oder mit Artillerie verwendet. Im Anschluss daran sehen Sie ein Kampfelement in der zweiten Hauptaufgabe der Spezialeinsatzkräfte, dem Kommandounternehmen, ebenfalls mit zwei Sandvipern. Hinter zwei weiteren Bouguer-Sandvipern folgen unmittelbare Unterstützungskräfte auf All-Terrain-Vehikeln, einem Hundeführersack mit speziell ausgebildetem Hund, auf dem größeren All-Terrain-Vehikel einmal ein Spezialpionier mit verschiedenen Hilfsmitteln zum Eindringen und einmal ein Soldat mit schweren Waffen zur Unterstützung. Danach zwei Fahrzeuge mit den Kampfschwimmern des Jagdkommandos, hier zur Unterstützung eines Kommandounternehmens, sowie ihre Spezialfahrzeuge, ein Sido sowie ein leichtes Boot der Spezialeinsatzkräfte, um auch am Wasser hochmobil sein zu können. Soldaten des Jagdkommandos sind speziell ausgebildete und ausgerüstet. Sie erfüllen besondere Aufgaben unter höchster körperlicher, geistiger Belastung. Sie agieren unter schwierigsten Gelände- und Witterungsbedingungen sowie extremen Gefahrensituationen und klimatischen Bedingungen. Bei zweijährigen Evakuierungen im Ausland gewährleisten Jagdkommandosoldaten die Sicherheit unserer Staatsbürger, wie zum Beispiel in Ägypten, Libyen, Afghanistan und zuletzt in der Ukraine. Abwechslung, Herausforderung und Elite sind drei Schlagworte, die für die Erwartungshaltung des Jagdkommandos stehen. Numquam retro, niemals zurück, ist der Leitspruch des Jagdkommandos. Begrüßen Sie bitte mit einem kräftigen Applaus das Fußtreffen der heurigen Ausmusterungsparade.
Meine Damen und Herren, bitte halten Sie die Straße frei. Der Kommandant wird sich dann abmelden. Es fährt noch ein Panzer. Bitte machen Sie die Straße frei. Danke sehr. Meine Damen und Herren, ich wiederhole, machen Sie bitte die Straße frei, es fährt noch ein Panzer. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Abschluss erfolgt noch einmal die Meldung der Beendigung der Ausmusterungsparade 2023 an den Bundespräsidenten, Universitätsprofessor Dr. Alexander van der Bellen, durch den Paradekommandanten Brigadier Magister Siegwart Schier. Ich ersuche Sie, die Fahrbahn frei zu machen, denn es kommt noch einmal ein Panzer auf der Straße. Herr Bundespräsident, Brigadier Schier meldet die Beendigung der Parade und bittet um weitere Befehle. Jawohl, abrücken. Vierte, voran. Das privilegierte und uniformierte, bewaffnete Bürgerkorps der Stadt und der Stadt Wiener Neustadt wird jetzt Aufstellung beziehen auf der Grazer Straße. In Kürze wird der Kommandant den Bundespräsidenten melden und einen Salut abfeuern. Die Geschichte ist untrennbar mit der Stadt verbunden und wurde Ihnen ja bereits zu Beginn der Parade nähergebracht.